Wie lief der heutige Tag für dich? Ich hatte eine schlechte Stellung nach der Eröffnung und die ganze Partie. Aber zum Glück habe ich eine Remis gemacht und wir haben gewonnen. Und ich bin sehr zufrieden mit Remis, weil meine Stellung war ganz, ganz schlecht. Du sagst, deine Stellung war ganz schlecht. Nun war es ja am Ende so, es steht 2-1. Du hast ein Turm ins Spiel, war es, glaube ich. Was ging dir da durch den Kopf? Dieses Turm-Endspiel war mein Traum, weil bevor in der Eröffnung es war nicht so gut, aber mit Turm-Endspiel habe ich verschiedene Möglichkeiten für die Remis. Jetzt habt ihr 12-4 Mannschaftspunkte. Was denkst du, was für Chancen habt ihr noch im restlichen Turnierverlauf oben anzugreifen? Ich hoffe, dass wir alle unseren Matchen gewinnen werden. Und ja, ich hoffe, dass alles klappt gut. Wir sind gerade am Pool, nachdem wir hier mit dem Bus zurückgekommen sind. Elisabeth war ein bisschen früher fertig, vergnügt sich bereits im Pool. Wie ist die Stimmung? Ja, es lief heute genau nach Plan. Ich hatte an irgendeiner Stelle dann die Möglichkeit gehabt, in ein forciertes Remis abzuwickeln. Und ich wusste natürlich, dass die Nara etwas kritisch steht. Bei Jana hatte ich aber das Gefühl, die wird irgendwie gewinnen müssen. Das ist einfach sozusagen das Pflichtprogramm. Und bei Josephine habe ich irgendwie schon gedacht, dass sie hält. Und ja, der Plan ging eigentlich wunderbar auf. Am Ende wirkte es eigentlich relativ problemlos. Wie sieht es für dich persönlich aus? Gestern hatte man das Gefühl, dass der Knoten so ein bisschen geplatzt ist. Heute, du hast zwar lange gepresst, es hat zwar nur zum Remis gereicht, aber trotzdem wirkst du die ganze Zeit, als ob du am Drücker bist. Und auch jetzt siehst du eigentlich relativ zufrieden aus, oder? Na, ich bin ganz glücklich, dass die Mannschaft gewonnen hat. Ich hätte heute auch mehr Risiko eingehen müssen. Ich hatte praktisch, als ich die Entscheidung getroffen hatte, in ein Endspiel abzuwickeln, wo ich zu 90% nicht mehr gewinnen kann, musste ich natürlich irgendwie abschätzen, ob wir diese 2 Punkte noch machen. Und ich hatte eben das größte Vertrauen in Janas Stellung. Sie hatte zwar jetzt nicht wirklich großen Vorteil, aber sie ist halt nominell die stärkere Gegnerin und die bessere Zeitverteilung war bei ihr auch auf dem Brett. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass dieser Plan aufgegangen ist und dass ich am Ende nicht sozusagen der Buhmann war, der jetzt relativ frühzeitig in eine remise Stellung abgewickelt hat. Ihr habt euch, glaube ich, jetzt ganz gut stabilisiert. Die Stimmung ist gut. Alle spielen eigentlich auch ganz vernünftiges Schach. Was glaubst du? Was geht in den letzten Runden noch? Wir sollten vielleicht 5 Punkte holen, das wäre gut, aber das ist vielleicht sehr euphorisch gedacht, aber wenn wir 5 Punkte holen, dann könnten wir auf jeden Fall eine gute Platzierung in den Top 10 erreichen. Alles klar, dann wünschen wir euch das und dann noch einen schönen Abend. Danke dir. Ciao. Das war heute leider eine Niederlage für uns, aber man muss sagen, bei dir sah das ja nach einer ganz souveränen Angelegenheit mit Schwarz aus. War das heute der Matchplan, dass du da problemlos remisierst? Oder? Nein, eigentlich habe ich die Variante gespielt in der Hoffnung, dass er die nicht wirklich kennt. Okay, er hatte sie leider bis zu einem Punkt gekannt. Okay, ich kannte wesentlich mehr, also ist schon klar. Aber die Stellung war leider so, dass er nach 2 genauen Zügen wieder ausgeglichen hat. Also ich dachte, ich stehe schon minimal besser, aber dann hat er dieses Läufer D1, Läufer C2 gefunden. Dann war es schon Remis. Es gibt nichts mehr an der Stellung leider. Wie ist das eigentlich? Die meisten können sich das ja nicht vorstellen. Machst du das allein in deinem stillen Kämmerlein oder bereitest du was vor und checkst das dann mit Jan gegen? Oder gibt der Trainer alles vor oder wie läuft das hier? Ja, je nachdem. Dieses Mal habe ich das alleine gecheckt. Gut, ich hatte eine ältere File. Ich habe die einfach nur, musste die nochmal durchchecken und noch musste ich mich dran erinnern. Das ist eigentlich das größte Problem bei mir. Wenn ich alles spielen könnte, was an meinem Computer steht, würde das gut sein. Aber leider passiert es manchmal, dass ich die Varianten eben vergesse. Dieses Mal nicht. Ich war auch aufmerksam bei der Vorbereitung. Heute gab es ja leider die 2. Niederlage im Turnier. Wie ist das? Seid ihr sehr geknickt oder wie geht ihr mit dieser Niederlage jetzt um? Nein, ich glaube nicht, dass wir geknickt sind. Es sind immerhin noch 3 Partien. Wenn wir die gewinnen, wir haben ja noch gute Chancen, eine Medaille zu kriegen, glaube ich.
solange wir Chancen haben, sollten wir eigentlich kämpfen und alles tun dafür. I'm here with Juri Jakovic, the coach of the German women, and we are happy to finally have you here. How are you doing? No, I believe I am fine, yes, but it was incredible bad surprise. I got COVID and with pneumonia. Pneumonia last, and the first time doctor told me that I have no chances to fly, but my last tests were more or less fine, and doctor say okay, for my responsibility. And I took ticket and I'm here. How painful was it for you to be in the not here in the first tournament week and have to coach the girls from abroad? No, of course it's completely not the same, because I can see how girls feel during the matches, and I don't know what to say after the match, because I completely don't see the girls. Yes, that's the games, it's only one it's only one reason, but it's very important to see how girls play and how they feel and what to do and what to say, and that's important, I think. We are now in a decent tournament position, and how do you see the rest of the tournament? What do you think, what we can expect? We can try all what we can, but of course I'm very bad, how to say, predicting, I just coach, and we will do all what we can to show the best result. That's all what I can say.